Seid begrüßt und herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid und dass du dabei bist und du und du und du und jeder, der hier gerne zuschaut und dabei ist, mir auch fleißig in den Kommentaren zu schreiben und mich zu liken, den Daumen nach oben zu richten. Ja, gucken wir mal eben ins Logbuch. Verwandlungsspruchrolle. Löwe für Pyrus. Gucken wir gleich mal nach im Inventar. Ich meine mal Löwenspruchrollen selber mal gekauft zu haben. So, das war zu weit. Warum erfahre ich das jetzt? Wo sind wir denn hier? Müssen wir mal gucken, ob ich die hab. Sieht nicht so aus, ne? Doch, hier. Nee, Quatsch. Das ist ein Wolf. Stopp, das ist Wolfrufen, ist das? Zack, 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 zack. Ich kann das nicht mehr hören. Schattenläufer habe ich sogar. Also Löwenspruchrolle habe ich nicht mehr. Okidoki. Jedenfalls offensichtlich erstmal nicht. Ja, dann, was haben wir denn noch? Erz für Bayar, Waren aus Ishtar. Gut, okay, das habe ich noch im Kopf. Wir gucken uns mal um, weil es gibt ja noch hier irgendwie einen, nicht Balthasar, sondern Beliasar. Welches Gebäude habe ich denn noch nicht abgeklappert hier? Ja, es ging irgendwo runter. Wo ging es denn nochmal runter? Irgendwo ging es doch nochmal runter. Halt, oh. Was willst du denn hier? Er schon wieder. Ich gehe ja schon wieder. Ja, ja. Irgendwo ging es runter, muss ich mal gucken. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Toll. Ich muss da oben hoch. Ich muss da oben hoch. Gucken wir mal, ob wir hier von der Kiste aus hier oben hochklettern können. Nein, geht nicht. Dann müssen wir doch da die Treppe benutzen. Lalalala. Irgendwo ging es aus Amana hier wieder oben runter. Oben runter. Vor allem oben runter. Von oben nach unten. Schauen wir mal. Nein, das war hier nicht. Ich melde mich wieder, wenn... da ist die Kamera diesmal. Ich hoffe, das stört nicht. Ich melde mich mal wieder, wenn ich von oben nach unten gekommen bin, beziehungsweise wo ich denn jetzt weiß, wo es von oben nach unten geht. Stopp, das war hier. Nee, dann brauche ich mich nicht melden. Hier geht's nach unten. Und zwar nach unten. Und zwar ganz nach unten, oder wie? War ich hier schon? Ich weiß, das wird eine schreckliche Folge. Ah, schau mal. Ja, könnte jetzt was sagen. Hier, siehe, hier, hier. Das Gitter. Okay, hier gibt es einen Brunnen. Gibt es denn hier einen Brunnen? Ist der geheime Brunnen oder was? Wasserfass. Ja, da kann man sich dann erfrischen. Oh, leere Wasserflaschen. So ist das also. Mit Wasser haben wir mal eben. Lanscht. Eben nicht. Supp, 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 supp. Dann gehen wir hier rum. Gehen wieder raus. Ja, dann wollen wir mal einen Auftrag annehmen, beziehungsweise mal rüber zur Stadt rüber wechseln. Ne? Weil es ein bisschen dauert, bis wir wieder hier sind. Ja, muss ich einrennen, alles klar, ihr wisst Bescheid. Dennoch Dankeschön für den Eintrag, dass ich mir einen besseren Bogen anlegen kann bei so viel Geschick. Da gucken wir doch gleich mal nach, wo wir denn einen Händler haben. Das ist der ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall der Typ hier. Gucken wir mal, ob er bessere Bögen hat. Ja, mach, dass du wegkommst. Ja, mach, dass du wegkommst. Pumpt er mich gleich an. Stand wohl zu nah am Tresen, ne? So von wegen, ne? Nicht zu nah am Tresen stehen, ne? Handeln wir erstmal. Zeig mir deine Ware. So, was haben wir denn hier für Bögen? Hat der bessere Bögen? Erstmal hier Schlachtteile. So, wir haben einen Knochenbogen. Ja, was hab ich? Ich hab doch auch nichts Besseres. So wie ich das hier sehe. So, ja. Also, was soll's? Er hat nur einen Knochenbogen als Bestes. Das hat sich also damit, also hier in Uga erstmal erledigt. So. Ja, ich habe gerade eben gesehen, bei mir
Auf meinem Vorschaubildschirm, da habe ich das Desktop-Audio ein bisschen zu laut gehabt. Ich habe neue OBS-Versionen, die probiere ich aus. Deswegen kommt das jetzt alles ein bisschen leiser rüber insgesamt. Weil ich jetzt erstmal gucken müsste. Doofkopf. So. Wir müssen in die Richtung zu Casparino oder Caspacho, hätte ich beinahe gesagt. Ne, der ist ja irgendwo hier in der Gegend, richtig darum, weil wir müssen ihm was abnehmen. Puh. Wo war der nochmal? Der müsste irgendwie da hinten sein. So, du bist der Sklaven Dingsbums und du bist der Gaspacho hier. So, Gaspacho. Bayer schickt mich. Genau, Schmiede, ne? Bayer schickt mich. Genau, Schmiede. Er möchte endlich seine Kiste Erz haben. Ja, ich weiß. Er musste ja auch bisher ganz schön lange darauf warten. Doch die Wüstenräuber hatten bisher alle Karawane, die von hier weggingen, überfallen. Nicht nur Bayer wartet noch auf seine Kiste. Da warten auch noch andere auf ihr Erz. Aber aha, da ich davon ausgehen musste, dass das Erz wegen den Räubern nicht nach Amarna oder Ashtot gelangen wird, habe ich das Zeug an Turan verkauft. Turan? Ja. Er ist der Schmied von Uga, falls du es noch nicht weißt. Auch er sollte ursprünglich eine Kiste bekommen. Jetzt hat er alle drei. Na Mensch, toll. Was ist das Problem? Dann pack eben eine neue Kiste zusammen. Das wird leider nicht so schnell gehen, aber in ein paar Wochen... Wie bitte? Warum denn so lange? Erstmal habe ich nur wenige Sklaven zum Abbau und zum anderen bekommen erst noch ein paar andere ihre Kiste, die noch länger als paar Jahre darauf warten. Wenn du also deine Erzkiste eher haben willst, solltest du mit Turan sprechen. Du verkaufst Ware, wofür dir ein anderer bereits Geld gegeben hat, und ich soll den Karren jetzt für dich aus dem Dreck ziehen? Sprech doch gefälligst selber mit Turan. Leider darf ich das Lager nicht verlassen. Außerdem ist Turan nicht gut auf mich zu sprechen und von daher würde ich dich bitten... Na schön, brauchst gar nicht mehr weiterzureden. Aber das Gold bekommt er von dir, verstanden? Aber sicher doch, keine Frage. Leute. Gasparino hat Bayas Erzkiste an Turan verkauft. Jetzt soll ich Turan überreden, dass er die Kiste wieder herausgibt. Eigentlich sollte das ja Gasparino selber machen, aber ich will mal nicht so sein. Ne? Turan, der andere Schmied. Schauen wir mal, ob er uns die Kisten gibt. Miet. Ja. In letzter Zeit, ist es ziemlich stressig bei mir gegangen. Immer hin und her fahren wegen der Krankheitsgeschichte. Nicht meiner einer, sondern vielleicht habt ihr das in der Ankündigung gesehen. So, da ist der Turan. Und deswegen habe ich ein bisschen so durcheinander, so ein bisschen so gedanklich. Ich bitte das zu verzeihen. Also, jetzt sprechen wir Turan an. Hey du! Du hast von Gasparino drei Erzkisten gekauft? Ja, habe ich. Na und? Ich würde gerne einer dieser Kisten von dir kaufen. Das Geld erhältst du von Gasparino zurück. Ja, das ist es. Gasparino will seine Kiste zurück. Bayer hat mich geschickt, seine Kiste Erz aus Uga zu holen. Gasparino aber hat sie an dich verkauft, obwohl das Erz Bayer zusteht. Ich weiß, aber obwohl ich den größeren Bayer achte, hat es mich nicht davon abgehalten, auf seine Kosten ein sehr gutes Geschäft zu machen. Wieso? Weil Gasparino gezwungen war, mir Ortegas und Bayards Kiste für viel weniger Gold zu geben. Deshalb. Na schön. Wie viel willst du für die Kiste haben? Vergiss es. Ich verkaufe das Erz nicht. Ich brauche es selber. Na, was ist denn das für ein Heinz? Hey. Hä? Ich fass es nicht. Turan will seine Erzkiste nicht verkaufen. Was kann man denn da tun? Ich sollte nochmal mit, genau, Gasparino sprechen. Dann machen wir das auch. Ja, zurück zu Gasparino. Mal gucken, was er zu sagen hat. Turan will die Erzkiste nicht rausrücken. Etchi Betchi. Turan will die Erzkiste nicht herausrücken. Tja, das habe ich befürchtet. Er hat mir aber auch gesagt, dass du das Erz spottbillig an ihn verkauft hast. Kleiner Nebenverdienst für dich, was? Hey,
Jetzt überleg dir bloß, was du sagst. Sonst werde ich dir ganz schön eins aufs Maul geben, klar? Das werden wir ja sehen. Aber ich habe keine Lust, mit dir zu streiten. Sag mir lieber, was ich noch machen kann. Ich kenne leider Turan zu wenig, um dir einen Rat geben zu können. Aber du könntest mal seinen Sklaven Gero fragen. Der kennt Turan noch am besten. Vielleicht weiß er ja, wie man seinen Herrn überreden könnte. Tja, dann müssen wir wieder zurück, ne? Gerüchen, wo bist du denn? Da ist Turan scheint Bayar nicht besonders zu mögen. Wie kommst du darauf, Fremder? Im Gegenteil, Turan verehrt den großen Meister Bayar sehr. Wie kommt es dann, dass er eine Kiste Erz in Besitz nimmt, die eigentlich für Bayar gedacht war? Nun, ich denke mal aus gekränkter Eitelkeit. Das sage ich aber bloß dir. Verrate mich bitte nicht. Keine Sorge, aber jetzt sprich. Inwiefern ist Turan gekränkt? Nun, seit mehreren Jahren träumt er davon, vom großen Bayar beachtet zu werden. Er ist doch sein großes Idol. Der große Meister der Schmiedekunst hingegen hat ihn bisher überhaupt nicht beachtet. Feuerfeste Kamera, ne? Muss ich schon sagen. So, Gero erzählte mir, dass Turan einen geheimen Wunsch hat. Aha. Es wäre für ihn eine große Genugtuung, wenn der große Bayar der Schmiede Amana ihn einmal loben würde. Da lässt sich doch mit Sicherheit was machen. Also auf nach Amana. Ja, gut, dass ich die Teleportrune eben im Off angelegt habe. Und zwar auf die 6. Machen wir doch mal. Ne? Zip. Ah ja. Werde ich also hierhin teleportiert. Und gehen wir mal so rum. The Jigs Club is Club is Club. Ja, jetzt haben wir wieder den. Zup, zup. So, wo ist der Schmied? Bayar ist hier. Quatsch drum. Hey! Wegen deiner Erzkiste. Ja, hast du sie dabei? Es gibt leider ein Problem. Gasparino hat sie an Turan verkauft. Dieser hinterhältige Schuft. Wenn ich den in die Finger kriege, dann... Das kannst du immer noch. Zunächst aber sollten wir sehen, dass wir an deine Kiste kommen. Und was schlägst du vor? Sag mir erst, was du von Turan hältst. Turan ist ein ausgezeichneter Schmied. Der beste sogar, den ich kenne. Nach mir versteht sich. Na dann, könntest du ihn nicht irgendwie auszeichnen oder öffentlich loben? Es wäre der größte Wunsch, den er hätte. Deine Erzkiste würdest du dann wahrscheinlich sehr bald von ihm zurückbekommen. Nimm hier diesen Dolch. Er wurde von mir angefertigt. Bitte Turan, ihn als Geschenk von mir anzunehmen und sage ihm, dass ich ihn für einen großen Schmied halte. Das finde ich klasse. Achso, da eventuell noch was schärfen? Okay. Ja, das ist ja nett, einfach mal so eine Auszeichnung. Bayar beauftragt mich zu Turan, einen von ihm angefertigten Dolch zu übergeben, als Anerkennung für seine hervorragende Arbeit. Da bin ich ja mal gespannt. Nee, das ist der falsche, das ist der richtige Knopf und wieder mal zurück. Und dann gucken wir mal, wie er sich freut. So, hier sind wir bei Gasparino. Schauen wir mal seinen Dolch an. Das ist dieses dunkle Ding, Bayars Assassinendolch. Dieser Dolch wurde von Bayar geschmiedet. Schaden 55, benötigte Stärke 25, Einhandwaffe Wert 30. Ja, Gasparino, das Ding brauche ich nicht und du solltest verdient es bekommen. Jetzt habe ich irgendwie einen Denkfehler gemacht. Es geht doch nicht um Gasparino. Oh, Leute, sorry, es geht doch um den Turan. Ah, mein Fehler. Ja, ja, ich erwarte auch jeden Moment einen Anruf, damit man sie abholen kann. Die Person aus dem Klinikum, ich hoffe, dass es passiert. Ja, Turan, wo bist du? Du bist doch hier bestimmt, ne? Du bist Branko? Ja. Mach, dass du wegkommst. Mist. Wieso kommt er nicht raus? Wie spät haben wir es? 18.30 Uhr. Kommt doch mal einer raus hier. Mist. Schlafen, was? Bis zum nächsten Morgen, denke ich mal. Guck mal, er hat auch schon Angst. Oder ist das der, der mich verfolgt? Nee, der verfolgt mich nicht. Gut, okay, dann schlafen wir mal eine Runde. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Junge, Junge, Junge.
Die Assassinen sind fies. Fies, fies. Fiese Fände sein wird. So, Teppich zum Schlafen. Oh, hart, aber weich. Der Teppich ist weich. Der Boden ist hart. Gut, bis zum nächsten Morgen schlafen. Hier mal eine Runde. Okay, Musik läuft noch wieder. Wie sie mich alle angucken, ey. So. Jetzt sind sie alle wieder in Position to run. Hey, ich soll dir dies von Bayard geben. Ich soll dir dies von Bayard geben. Ein wertvoller Dolch. Es ist der Name Bayard eingeritzt. Was soll ich mit der Waffe? Bayard schenkt dir diesen Dolch. Außerdem soll ich dir ausrichten, dass er dich für einen hervorragenden Schmied hält. Ist das wahr? Belügst du mich auch nicht? Natürlich ist es wahr. Sonst würde er dir ja wohl kaum diese Waffe zum Geschenk machen, oder? Du hast recht. Ich fasse es noch immer nicht. Ein Geschenk vom großen Bayard. Und hält er mich wirklich für einen so guten Schmied? Ja, das tut er. Bei Beliar, so habe ich auch ein Geschenk für ihn. Gasparino hat mir, wie du weißt, Bayards Erzkiste verkauft. Ich habe sie nur angenommen, damit der Kerl sie nicht woanders verscherbeln kann. Aha. Bei der nächsten Gelegenheit hätte ich ihm seine Kiste zugesandt. Aber da du ja jetzt hier bist, kannst du ihm die Kiste auch persönlich vorbeibringen. Bestell Bayard noch meine besten Grüße. Ja, Grüße nach Bayern. Okay, dann werden wir da mal wieder rüberfetzen, nachdem ich gespeichert habe. Und. Wusch! Es geht immer schnell. Das ist cool. Wow, jetzt gehen wir mal rechts rum. Hier ist deine Erzlieferung. Sehr gut. Wie sieht es mit meiner Belohnung aus? Da hast du dein Gold. Du hast es dir redlich verdient. Na schön, cool. Ist denn somit die Lieferung beendet? Ja, es ist beendet. Und wie geht's weiter? Verwandlungsspruchrolle, das mit dem Löwen. Gibt's da irgendeinen Hinweis? Moment mal, wer könnte denn eine Verwandlungsspruchrolle haben? Hier in der Nähe, jetzt nicht irgendwie bei mir als Verwandlungsspruch. Waren aus Ishtar. Das ist klar, da muss ich einen großen Kreis ziehen durch die Wüste. Unsicherer Karawanenweg. Brücke, ja, ja, das haben wir versucht, das ging nicht gut. Die Katakomben von Ugar, da haben wir noch irgendwie was. Ich habe jetzt den Schlüssel, ach so, zu diesem, da bin ich auch noch nicht weitergekommen mit dem Geist. Doch, der Geist, den habe ich ja gefunden. Schatzsuche im Pendeltempel, Sklavenjägerhunde, da bin ich nochmal durch die Oase durch vor ein paar Folgen, habe aber keine Jägerhunde gefunden. Dann werde ich mal weiter gucken. Also zurück nach Uga. Gucken, dauert das auch wieder so lange? Nö, diesmal nicht. Ich will nämlich noch einige Händler abklappern bezüglich modernerer Waffen. Das heißt also einen besseren Bogen. Schauen wir mal. Und zwar Othello und sowas. Da werde ich mich jetzt mal erstmal hinbefetzen und überspringe das mal. So. Du bist erstmal der Erste hier. Othello, hast du denn überhaupt Waffen? Zeig mir deine Ware. Nein, hat er nicht. Okay. Dann sein Kumpel um die Ecke hier. Osiris. Zeig mir deine Ware. Ne, auch nicht. Hm. Dann gucken wir doch mal. Wer denn noch eventuell eine Waffe? Lehrer, Händler, Osiris. Was haben wir denn noch hier? Ich guck mal eben die Liste durch, zu wem ich noch hingehen könnte. Da brauche ich gar nicht großartig rumgucken, denn in der zweiten Zeile steht schon der Ork Warlock oder Wolock im großen Orklager. Der handelt mit Waffen und anderen nützlichen Gegenständen. Mal gucken, ob er einen besseren Bogen für uns hat. Da muss ich erstmal gucken, wo ist denn meine Rune? Ja, gefunden und angelegt und
Bäche biegt. Nur das dauert wieder länger. Ah, nicht so lange. Dann gucken wir mal, wo war Wolok. Okay. Einrendern. Okay, jetzt klappt's. Mal gucken, wo Wolok war. Ich glaube, hier hockt einer. Das ist nur so ein... Oh, sorry. Ein Ork-Mensch. Metana. Wolok. Erstmal systematisch hier rumgehen. Wieso sind die alle so angewurzelt am Rumstehen? Da ist Wolok. Zeig mir deine Ware. Dann gucken wir mal. Kriegsbogen. Eichenbogen. Also merken, Kriegsbogen 150, 150. Das ist doch cool. Gekauft. Dann werden wir mal gucken, ob der tatsächlich besser ist. Ich habe jetzt meinen alten Knochenbogen, die Werte jetzt nicht so im Kopf. Aber schaut mal, hier ist er. Das habe ich früher auch gemacht. Und ja, ach ja, ich muss mal wieder Feuerpfeile versuchen herzustellen. Das heißt, irgendwie noch ein bisschen an Rohstoffe kommen. Jetzt fällt mir gerade auf, hier dieses Riesenloch habe ich noch gar nicht betreten. Ich hab für so etwas keine Zeit. Darf ich das überhaupt? Betrete ich mal, oder? Weil da ist eine Treppe. Hä? Muss ich ein paar Folgen zurückdenken. War ich hier denn schon mal? Ich glaube nicht. Mal ein bisschen Abwechslung hier in die Folge reinbringen. Ich habe nämlich noch so 10 Minuten. Schätze ich mal. Ach, Bauarbeiten. Monatelang diese Bauarbeiten. Hier 300 Meter von mir. Draußen. Da werden Häuser gebaut, sag ich euch. Das war ja wohl jetzt ein Satz mit X. Der ist wohl nix. Wieso geht's denn hier nicht runter? Weiter runter. Geht doch überall Leitern. Du bist da unten nicht. Okay, dann ist dieser Versuch gescheitert. So. Ja. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich das hier schon probiert hatte. Jep. Okay, wir haben schon mal einen besseren Bogen. Das ist gut. Komm, kletter bitte mal die Sprösselchen hoch. Bam, bam, bam. Ach, ich bin wieder ein Typ der Übereiltheit. Ich hätte doch noch mal nachgucken sollen, was der Wolok noch alles hatte. Mann. Ich habe mich echt nur jetzt auf den Bogen fokussiert. Und das Autsch, nicht an diesem fetten Ork hängen bleiben. So, nochmal. Zeig mir deine Ware. Nee, er hat keine Spruchrollen. Löwenspruchrolle. So was Bescheuertes aber auch. Ach je. Gibt's noch. Moment mal. Goranazora. Nasur, nee, der hat nichts zu sagen. Nazar. So, allgemeine Infos. Nochmal gucken. Ja. Weitere Händler gibt es leider nicht mehr hier in der Gegend. Wo werde ich mich denn jetzt nochmal? Ich gehe nochmal zurück in die Stadt Uga Uga. Ah, das ist eine Odyssee. Da, das Spiel heißt ja auch so. Bahal, der hat noch so viele Sachen da. Vielleicht hat er ja ein Spiel. Spruch. Kann ja sein, dass er einen Spruch hat. Okay. Du bist Joaquin. Hey. Du hast nichts Besonderes, wenn du... Ja, du hast nur ein Ende. Super halt. Gucken wir nochmal aufmerksam. Zeig mir deine Waren. Seine Waren durch. Aha. Gucken wir nochmal hier. Feuerpfeil, Untote für den Eisfall, Licht. Monster schrumpfen. Blitz, Findfaust, Wolf rufen, Skelett erschaffen, Schlaf und das war's dann auch. Also bei ihm werden wir nicht fündig. Bei wem könnte man Löwenspruch kriegen? Schreibt in die Kommentare, falls ich es in dieser Folge nicht schaffen sollte. Ja, nach reiflicher Überlegung werde ich doch mal
schon mal eine Kiste abholen. Und zwar bei Sorab. Ich dachte, Sorabs Haus nämlich, ne? Da war doch irgendwie was. Gucken wir mal, wo war Sorab? Das müsste irgend so ein verschlossenes Haus. Sorab, Sorab, Sorab. Ja, also ich bin jetzt am nächsten Tag wieder am Spielen. Seht ihr auch hier an meiner beleuchteten Gesichtskontur. Der Sorab, den habe ich hier völlig an der falschen Stelle gesucht. Und zwar war ich der Meinung, dass er irgendwie hier so ein Haus hatte, welches so aussieht wie da hinten, wo ich schon vorher war, da oben. Dieses abgeschlossene mit dem Teppich davor, aber der ist ja ganz woanders. Der ist ganz woanders und zwar, nee, da wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Mensch, der ist am Pass von Ishtar und da müsste ich jetzt nochmal gucken. Und unbekannter Teleport, oder ist es das? Nee, Nemroshs Orglager. Küste, hier, da ist es. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, sorry, gestern war das echt aufregend. Weil ich habe ja auch einen Anruf vom Klinikum bekommen und ist alles wohlauf, ist alles gut, alles stabilisiert, ist wieder zu Hause, diese wichtige, nette Person. Ja, jetzt kommen wir endlich zu Sorab. Ja, es war gestern, also wo ich den ersten Teil gestreamt habe, also hier für diesen... Für diese Folge war es ein bisschen für mich ein bisschen durcheinander. Aber jetzt haben wir Sorab gefunden und jetzt können wir ihm endlich mal. Hier hast du dein Gold. Ach so, ja, richtig. Die Prellung mit 1000 Gold. Das mache ich erstmal nicht so. Karim schickt mich. Karim schickt mich. Ich soll hier 4 Kisten abholen. Ach, du bist das? Na schön. Noch was? Ja, gib mir die Schlüssel vom Haus und vom Keller, damit ich rein kann. Nichts da. Den Schlüssel vom Keller kannst du haben, da dort ohnehin nur Karims Zeug lagert. Da ist es mir egal, ob etwas geklaut wird. Den oberen Teil vom Haus aber bewohne ich und da lagert mein Zeug. Also bekommst du den Hausschlüssel nicht, verstanden? Ach nee, du Witzbold. Wie soll ich bitteschön in den Keller kommen? Soll ich etwa graben? Stell doch ein paar Maulwürfe ein, dann geht's schneller. Schluss jetzt. Rück die Kisten heraus. Mal ganz ruhig bleiben, ich lass dich ins Haus. Aber ich komme mit. Und wehe, wenn du deine Fingerchen nicht bei dir behalten kannst. Dann kannst du was erleben. Jetzt klopf nicht so viel Sprüche und rück endlich den Schlüssel zum Keller raus. Von mir aus, hier hast du ihn. Okay. Kann ich jetzt endlich ins Haus? Ja, kannst du. Aber Finger weg, verstanden? Jetzt mach schon. So. Das heißt also, wenn ich mich hier an seinen Sachen vergreife und hätte auch noch eine lustige Kiste hier, wahrscheinlich Sorabs Kiste, die wird nicht angezeigt. Okay, jetzt gehe ich erstmal, oh, der ist aufmerksam, erstmal in den Keller. So. Okay, Waren aus Ishtar. 1, 2, 3 und die vierte wird hier sein. Genau, richtig. So, das war's. Und jetzt raus mit dir, bevor ich dich noch einschließe. Der ist nicht gerade, der ist nicht gerade. Nicht gerade. Nett. Wasserfass lasse ich mal da. Nachher wird er noch aggressiv. Gut, ging wieder raus. Speichern mal ab. Dann gehe ich wieder runter. Um zu gucken, was Sorab jetzt noch macht. Okay, Wasserfass haben wir genommen. Und irgendwie Säcke mit Mehl oder sowas haben wir hier nicht. Gut. Jetzt probiere ich mal Folgendes mal aus. Und zwar so ab. Ist der mir eigentlich... Ja, na, alles klar. Na, alles klar? Solange du mir nicht mit blöden Sprüchen kommst und okay. Jetzt verschwinde, bevor mir die... Okay, hatten wir schon vor langer Zeit mal gehört. Wenn ich ne jetzt... Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Na, warte. Okay, super. Was haben wir denn hier? Ah, so Sorabs Lagerhausschlüssel. Sehr schön, dann haben wir das auch. Werden wir mal hier. Oh, Quest Sorabs Haus. Habe ich auch schon alles gemacht. Schön. Alles mal richtig schön. Einsammeln. Darüber reden wir noch. Was eine Über... Was war das? Eine übel riechende Tomate?
Wo ist denn der hin? Der ist da unten. Was macht er noch weiter? Achso, er bleibt stecken. Das ist wahrscheinlich mein Glück. Ich weiß jetzt nicht, was noch irgendwie ist, wenn er... Wenn ich ihn anquatsche oder ob er sich noch irgendwas sagen lässt. Aber wenn das soweit ist, hier ist noch ein Lederbeutel. Nee, Pilztabak. Das ist nur ein Pilztabak. Gut. Dann haben wir hier eine Kiste. Die müssen wir knacken. Ja. 185 Gold. Das nehmen wir uns auch mal gleich. So. Na, Sorab ist jetzt hier noch ein bisschen im... in einer komischen Loop-Geschichte da. Kann ich nicht ansprechen. Okay, speichere nochmal ab. Dann gucken wir mal, was hier noch drin steht. Waren aus Ishtar. Was für ein widerlicher Kerl. Sorab konnte es gar nicht abwarten, mich wieder aus dem Haus zu werfen. Na, immerhin habe ich jetzt die Kisten und kann sie zu ihren Empfängern bringen. So, dann war ja noch was. Sorabs Gold. Gucken wir mal hin. Hudam will mir nichts sagen und verweist mich auf Sattlik. Okay, das hatten wir ja da in der Festung Amarna gehabt. Und zwar unter erfüllte Mission Sorabs Haus. Sorab scheint, ja genau, geschafft. Sorabs Kram gehört jetzt mir. Na also, haben wir es doch geklappt. Haben wir es doch gemacht, meine ich. Dann will ich nochmal eben kurz gucken, was das für ulkige Tomaten waren. Hab da jetzt auf die Schnelle nicht so hingeguckt, weil wir haben es jetzt schon wieder ein bisschen drüber. Wo ist die Tomate? Falsche Richtung gescrollt. Die ist nämlich weiter oben. Lebensenergie Bonus 5. Diese Tomate sollte man nicht mehr für eine Tomatensuppe verwenden. Wert 5. Na, kann ich ja verkaufen. Auch in diesem Sinne, liebe Leute, danke, dass ihr... habe ich jetzt immer weggeschmissen. Zugeschaut habt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder. Ciao.